keiner mehr da. Irgendwann heute Nacht habe ich mal gemerkt, dass ein Auto angegangen ist. Um 3 Uhr oder wann das gewesen ist. Aber dass alle weg sind, das habe ich nicht mitgekriegt. Ganz alleine habe ich hier gestanden. So, es ist der nächste Tag. Wir haben gut geschlafen und es geht weiter heute. Ich verlasse gerade Lebus. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zum nächsten Örtchen. Also, dann seid mal gespannt, wo wir landen. War das nicht schön? Ich habe Halt gemacht in Neulietze-Görike. Und zwar hatte ich das gelesen in einem Reisebericht, dass das so ein schöner Ort sein soll. Und das ist es auch wirklich. Also malerisch ist der Ort. So, man fühlt sich irgendwie ja, um Jahre zurückversetzt. Also, aber auf einer sehr angenehmen Art und Weise. Also es ist wirklich sehr schön hier. Bin froh, dass ich hier Zwischenstopp gemacht habe. Und ein paar Fotos machen konnte. Also ganz, ganz toller Ort. Sehr, sehr schön. Also wenn ihr hier vorbeifahrt, schaut euch das an. Sehr, sehr schön. Neulietze-Görike. River's gonna cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're gone. Hoping you would stay, but I've always known you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, to feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine when we sat there, you and I. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're.
Guck da raus, der kleine Rabenhals. Guck, so klein ist er. Ja. Der guckt da raus. River's gonna cry when you're gone. Die hat mich doch völlig verkehrt gelotst hier. Die spinnt doch. Und hier soll ich, hier kann ich doch nicht langfahren. Das ist niemals kann ich hier langfahren. Dem Streckenverlauf 2 Kilometer folgen. Durchfahrtverbot stand doch da. Was mache ich denn? Ich fahr zurück. Es geht nicht. Karin spinnt jetzt total. Nicht nur, dass sie mich hier auf den Deich schickt, nein. Sie sagt doch noch, ich soll rechts abbiegen. Na, schönen Dank auch. In die Oder rein. Mann, ey. Also fahren wir wieder zurück. Was weiß ich. Hier ist nicht richtig. Hier ist ein Durchfahrtsverbotsschild. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down? So, hier sind wir. When it's gray outside. Der gute Mann hat gesagt, ich soll die Schranke einfach aufmachen und reinfahren. Mach ich das jetzt. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. So, ich stehe, habe jetzt ein paar Mal hin und her rangiert, weil ich stand nämlich erst woanders. Und dann bin ich da auf die Klötze hoch und dann bin ich über den Klotz drüber gefahren. Ist natürlich immer so, wenn die Leute zugucken, ne? Und aber beim zweiten Anlauf hat es geklappt. Und da stand ich unter so einem Ahornbäumchen und jetzt stehe ich auch unter einem Ahornbäumchen. Ich zeig's euch mal. Der ist aber größer und wirft mehr Schatten ab. Und, also herrlich, hier kommt gerade ein Windzug rein, wunderschön. Und ja, ich bin froh, dass ich so einen Schattenplatz gefunden habe. Morgen Vormittag kommt zwar dann die Sonne auch von da und morgen soll es sehr warm werden. Und da muss ich immer mit Dolden aufpassen, dass wir irgendwie ein Schattenplätzchen haben, weil das verträgt ja überhaupt nicht mehr so gut, die Hitze. Also hat er noch nie gut vertragen, aber jetzt im Alter, da muss ich echt aufpassen. Also da habe ich immer ein bisschen Angst.
Und wenn nächste Woche es so heiß werden soll, das kreuzt man schon davor, muss ich ehrlich sagen. Also auch für mich, aber vor allen Dingen für den Hund. So, egal, jetzt bin ich wieder abgeschweift. Ich habe auch schon einen kleinen Spaziergang hier gemacht, am Deich entlang. Also echt toll. Also wunderbar, Landschaft, echt schön hier. Ganz idyllisch, ganz ruhig, hier fährt kein Auto groß, gar nichts. Das ist in einem ganz kleinen Dorf und direkt am Kanal, aber zeige ich euch alles morgen, heute nicht mehr. Weil ich bin jetzt auch kaputt. Ich bin heute über 4 Stunden gefahren für knapp 100 Kilometer. Waren, glaube ich, noch nicht mal 100 Kilometer. Bin halt sehr viel stehen geblieben. Dann hat mich Karin ja 2-mal verkehrt geschickt. Hat sich noch nicht mal entschuldigt dafür. Dann hat sie ganzen Geist aufgegeben, hat überhaupt nichts mehr gesagt. Die macht mich auch manchmal fertig. Und naja, dann war ich jetzt doch über 4 Stunden unterwegs. Und jetzt bin ich auch ehrlich gesagt kaputt. Aber es war eine traumhafte Autofahrt heute. Wunderschön. Also an den schönen Feldern vorbei, Blumen, Sonnenblumen, was das Lilane war, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ganz toll, also und überall die schönen Alleen mit den Linden und rechts die Sonnenblumenfelder oder links. Auf jeden Fall schöne Sonnenblumenfelder und oder auch die Kornfelder noch. Und also es war einfach so ein herrlich schöner Tag heute zum Autofahren. Auch die Ortschaften niedlich und ganz ruhig und relaxed. Es war herrlich. Aber jetzt bin ich ehrlich gesagt kaputt. War gerade nochmal hier im Ort, im Nachbarort, war ich im Edeka und habe mir ein Eis gekauft und einen Radler für heute Abend. Und die habe ich jetzt kalt gelegt. Und jetzt werde ich mich mal ein bisschen ausruhen. Und heute Abend werde ich gleich die Bilder und alles überspielen, weil ich habe hier eh kein Fernsehen, also weil einfach der Ahorn zu nahe steht. Ist mir aber egal, ich brauche kein Fernsehen. Und werde heute Abend ein bisschen was arbeiten. Und morgen mache ich nichts. Ich mache morgen nichts. Morgen mache ich Austag, Relaxtag, bisschen spazieren gehen mit Leuten und das war's. Ja, und dann zeige ich euch morgen aber den Platz. Der ist wirklich, wirklich schön. Ganz toll. Also mir gefällt er. Klein, aber richtig schön. Hab ich Glück gehabt. Also, bis dann, ihr Lieben. Yeah, it makes me wonder.